Let's play. Ich glaube nicht. Du glaubst nicht. Oder doch, doch, du hast recht. Da waren wir nach dem Server, so Freestyle, und da stand da direkt so ein Propellerflugzeug. Ich mach die Orientierung gerade zu schaffen. Und hier und wieder. Kommt schon, alter Schwede. Da kommt schon das Begrüßungskomitee. Und du fährst einfach mal durch die ganzen Schranken. Oh fuck, so da komme ich nicht weiter. Ja, bei mir bist du schon drüber gefahren. Nee, bin ich nicht. Ah, ich habe, glaube ich, einen Umweg gefunden. Jawoll. Yeehaw! Genau, fahr einfach mal durch alles durch. Und da nochmal dazwischen durch. Passt. Und jetzt fahren wir gut drauf zu eigentlich. Ja, das stimmt. Du hast recht. Hoffentlich passt die Straße auch weiter. Wollen wir nicht jetzt vielleicht doch Ruby Sobor als erstes Ziel machen? Können wir machen. Machen wir erstmal Novi Sobor. Ich habe das jetzt ganz unten, ja. Wo die Straße ist. Ja. Das wären noch 4 Kilometer. 4,5. Bei mir 4. Ja, ich habe einfach mal in Novi reingeplatscht. Das ist schlecht. Nein, Schatz. Schön, wie du durch die Gebäude fährst. Schön. Das erinnert mich jetzt zum Beispiel wieder total an Wasteland hier. Einfach rumfahren und la la la. Stimmt. Alter, was ist das? Jetzt bist du stehen geblieben. Nee, ich fahr weiter. Ja, du fährst auf der Stelle bei mir. Keine Sorge. Alles schön in Butter, Mr. Gruntelberg. Die singt von 100.000 Milliarden oder was? Fühlt sich so an, ja? Ja, ich stehe hier auf dem Hügel und er gibt Gas auf der Stelle. Immer noch? Ja. Ich bin schon in der Stadt eins weiter. Schön. Ja, und wie geht's euch so, liebe Zuschauer? Das ist doch wohl eine schöne Ansicht, die ihr hier gerade genießen könnt. Zumindest bei mir. Muss ich ihn jetzt abbiegen hier, verdammte Axt? Es ist jetzt klug, Alter, der... Ich hänge hier immer noch an der gleichen Stelle fest. Dann schau dich da oben vielleicht. Findest du was Schönes? Hier gibt's nichts außer Wald. Vielleicht steht hier da irgendwo so ein Waldhund. Ein Waldhund? Ja. Eine neue Hunderasse gerade erfunden, oder was? Ja, das ist eine Wildkreuzung zwischen einem Hund, der abgehauen ist, so ein Zuchthund, und einem wilden Meerschweinchen. Aha. Der schreibt übrigens gerade... Oh, jetzt wurde ich wieder katapultiert zu dir. Ja. Was ist da jetzt bei dir? Ich steige in den Hubschrauber ein, der vor uns steht. What the fuck? Den habe ich gar nicht gesehen. Der sieht aber ramponiert aus. Oh Gott, komplett im Arsch. Ah. Nee. So, jetzt fahre ich weiter. Jo. Magst du noch mal kurz tanken vielleicht? Weil der ist schon rot. Nö, das schaffen wir bis nach Novi. Komm. Ich komme. Ride it back. Warte mal ganz kurz, warte mal, ich steig nochmal kurz aus. Über Resident Evil 5, come on. Roger. Ride it back. Okay, geht los. Okay, jetzt aber, komm. Und ich wette, in ungefähr gleich ist 100 er kaputt. Metern ist das Ding kaputt. Ja, du jagst wahrscheinlich die ganze Map gleich in die Luft. Okay, ich habe eine Idee. Ich fahre jetzt einfach nach links weiter. Ja, hätte ich auch gemacht. Nach links oben. Klingt gut, wenn du schaffst. Ja, wenn ich das schaffe. Alter, jetzt hängt er hier fest. So, jetzt aber. So, restart in 5 Minuten. Du na toll. Arsch. Dann unterbrechen wir doch jetzt gleich mal. Ja, in 5 Minuten, langsam. Nur noch 4 Minuten Zeit. Ja, aber hier hatten wir Wald. Was für ein Wald? Ich brauche keinen Wald. Gleich den Truck. Ja. Ich nehme den Truck. Dann machen wir hier mal Pause. Und dann warten wir, bis der Server restartet wird und wir sehen uns gleich wieder. Bei mir fährt das Ding noch und du bist schon lange ausgestiegen. Ah, Desync. Ja gut, aber trotzdem sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Bis gleich. Mal läuft wieder. Meine läuft auch wieder. Hallo, willkommen Hallöchen. Zurück. Hallöchen. So, und jetzt aber endlich mal hier
zurückfahren. Der Server läuft auf jeden Fall stabiler, das merke ich jetzt schon. Allein von den FPS stimmt, her. Stimmt, Tatsache. Aber apropos zurückfahren, ich möchte noch mal sagen, ich habe kurz während unserer Aufnahmepause, weil der Server nochmal einen Restart gemacht hat, hier oben im Wald eine Heli gefunden. Was? Wo? Steig mal aus, dann führe ich dich hin. Ich habe natürlich wieder den Motor laufen. Ja, ich höre es. Ich wollte es gerade kritisieren. Brauchst du nicht? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob wir den da rauskriegen. Das wäre auf jeden Fall ein Abenteuer, ja? Ich würde das gerne wagen, wenn du da nichts dagegen hättest. Ja, warte mal, da müssen wir aber mal gucken. Oh, das ist aber... Ja, wenn der riskant. Pass auf, wenn der jetzt nicht nach rechts wegrutscht, dann schaffe ich das. Aber wenn der rutscht aber nach rechts weg. Wenn er wegrutscht, wie wär's, wenn wir mit dem einen LKW hier hochfahren und die Bäume platt machen? Aber das wird halt ewig dauern. Du kriegst diesen Baum hier nicht weg, das sind zu dicke Bäume. Du kriegst nur die schmalen weg, oder? Die kriegt man auch weg. Ja gut, dann probiere ich das, warte. Ja. Aber das wäre echt eine geile Sache, ey. Jetzt haben wir direkt einen Heli hier gefunden. Also du. Ich weiß es halt nicht, ob der da jetzt wegrutscht oder nicht. Also normalerweise geht der gerade hoch. Ja schon, also, aber dadurch, dass er hier quer steht, dann fällt er erfahrungsgemäß erstmal nach rechts ab. Also er geht immer so, wie das Feld unter ihm halt ist, hoch. Okay, wie komme ich jetzt da hin überhaupt? Mit diesem fetten Ding. Du hättest da einfach den Zaun umnieten können. Super. Fahr mal hier einfach gegen den Baum, ob das klappt. Hast du gehupt? Nein. Hier ist noch irgendwas. Alter, hier hat jemand gehupt. Ja. Alter. Wie groß ist die Chance, dass hier was abgeht? Wir sind im Nichts. Ich würde sagen, der Heli gehört jemanden. Meinst du? Oh mein Gott. Vielleicht scheiß drauf, steig ein und wir versuchen abzuhauen. Oh mein Gott, ja, okay, okay. Ich komme. Fuck, hinter mir läuft jemand, hinter mir läuft Nein. jemand. Nein. Schnell, 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 schnell. Ich habe jemanden gehört hinter mir. Ich mach schon mal an, ja? Ja, mach an, mach an, mach an. Da kommt nichts, aber da ist jemand. Nee, ich sehe auch niemanden. Aber ich hab dieses Miep, Miep auch gehört. Geh mal als Gunner. Du musst direkt gegenlenken, ja? Ja, ja, mach ich. Alter, das wird jetzt so krass. Oh, scheiße, der rutscht weg. Fuck! Oh, fuck! Nein, nein. Er ist kaputt. Nein. Nein. Er ist kaputt. Nein. Wir haben es nicht geschafft. Aber wir leben noch. Ja, warte, bis er steht und dann raus. What the fuck? Wie haben wir das überlebt? Weil er noch nicht explodiert ist. Das war ja Luck. Fuck. Nein. Ja, nein. Die Explosion hat mich weggefetzt. Scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin... Auf einmal fliege ich so weg. Ah, von der Explosion. Mann. Alter, fuck this shit. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Scheiße. Verdammte Axt. Mach mal Cut, bis wir respawned sind. Ja, das dauert ja immer. Okay, bis gleich, Leute. Jo. Ja, Dude, mach das. Friendly. Und jetzt friendly. Für meine Leute, der Grantelbart hat nämlich Dude. Erst in Kamenka gespawnt und er hat irgendeinen Kapo gefunden und versucht ihn jetzt zu vergewaltigen. Dude, komm hier. I want your ass. Nenn ihn doch mal Mister, vielleicht reagiert er dann. Mister. Oder Haken, ich nenne ihn Haken. Mister Haken. Da ist einer auf dem Server, Haken, und den haben wir vorhin. Sei ruhig, sei ruhig. Ich höre einen Hund. Was? Ich höre 1 Million Hunde, aber ich sehe keinen. Was? Du hast 1 Million Hunde? Ja. Ja. Du bist ja auch bei dir zu Hause. Die ganzen Hundesöhne laufen da rum. Aus der Hundehütte kommt das. Hey, Dude, friendly. Wie aus der Hundehütte? Aber da ist keiner drin. Dude, wait. Wo ist er jetzt? Verdammt nochmal. Hey, da ist ein Hund. Du hast einen Hund? Ja, aber ich kann Alter. Nichts mit ihm machen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das schaut aus wie so ein Stafford Terrier oder so. Alter, ist der jetzt hier im Supermarkt drin, der Typ? Was ist das, ein Zombie? Oh, scheiße. Das ist ein Zombie, fucking hell. Hey, Dog. Der Hund ist desync. What the fuck? Was macht denn der? Wo rennt denn der hin? Ich muss den Typen wiederfinden, Alter.
Was macht der Hund? Da ist ein Zombie, greif ihn an! Der Hund versucht... Hast du was befehlen dem Hund? Nee, gar nicht. Der versucht hier anscheinend zu einem Zombie zu rennen, aber der stellt sich so dämlich an. Jetzt dreht er sich in Zeitlupe zu dem Hund. Fuck, nee. Alter, wo ist der Typ hin? Da ist er, da ist er! Hey Dude, what's up? Are you friendly? What up? Bist du Deutsch? Hey Dog, come on! Ja sicher, du wirst gerade angegriffen. Jetzt klemmt der Hund an dem Zombie, aber nichts Wolltest passiert. Wolltest du nicht den Supermarkt looten? Ah. Kommt er mir jetzt hinterher? Der kommt mir nicht hinterher. Der Hund hat dem Zombie in die Eier gebissen. Was? Ah, jetzt ist er tot. Wie kann der Typ es wagen? Er rennt vor mir weg. Ja, würde ich auch. Er ist deutsch und rennt vor mir weg. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt jage ich den. Ich habe zwar nur eine MP5, eine hässliche, mit 30 Schuss. Ja, aber du hast eine Waffe. Wo hast denn die her? Die habe ich gerade eben schnell im Supermarkt aufgelesen. Was? Die ist hinter den Gebäuden verschwunden. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und ich höre Sniper-Schüsse aus Tscherno. Scheiße. Wohin willst du denn? Wo ist der Typ? Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr, verdammt nochmal. Ich sehe ihn nicht mehr. Mann, das war so scheiße hier mit unserem Hubschrauber. Ja. Ich schäme mich. Feel ashamed to do. Okay, jetzt finde ich ihn nicht mehr, aber ich habe immerhin jetzt einen Alice-Rucksack. Das ist die Hauptsache. Hagen schreibt, wo ist er? Das gefällt dir wieder, der Name, hä? Ja, wir mussten vorhin vor der Aufnahme so ein bisschen schmunzeln über den Namen Hagen. Weil da das hast du mich erst drauf gebracht. Das hört sich an wie... Kaffee, Hagen-Das. Oder eine Stadt oder so. Oder und wir haben dann so mit fantasiemäßig gespielt, wenn dann Oh fuck. Da fährt irgendein Militärfahrzeug rum. Wo? Bei dir? Hier, vor mir, gerade. Und er hält bei mir. Dann nehmen wir es. Hallo. Hallo, I'm friendly. Hallo. Der Hund Deutsche. Folgt mir. Boah, was? Glaube ich zumindest. Zumindest ist er wieder bei mir. Hallo. Ist das Diesing? Was macht denn der? Du, das sind wahrscheinlich Deutsche. Du musst Hallo. Aber denken, man muss sich auf dem Teamspeak-Server whitelisten lassen von denen. Das ja, sind Deutsche. Gut, kann sein. Hallo, ich tu euch nichts. Ich habe keine Waffe. Nein, nicht überfahren. Darf ich einsteigen? Ich steige einfach mal ein. Hallo. Lass uns nicht zweimal bitten. Ja, ich werde vom Zombie gehauen. Hilfe. Schön, schön, schön. So, was sagst du, wo bist du? Kamenka? Kamenka. Und ich habe den Spieler aus den Augen verloren, leider. Dabei wollte ich ihn doch so schön schlachten. Ich hätte ihn schlachten sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Hätte es natürlich auch noch den Supermarkt looten können. Aber irgendwie will ich weg von Kamenka. Ich frage mir jetzt einen Mr. Sonderbar, der mich gerade mitnimmt, ob er mich nach Kamenka bringen könnte. Antwortet er dir denn? Ich glaube ja. Kennt er dich? Ich weiß es nicht. Kennst du? Er sagt was, aber ich versteh's nicht. Warum hat er wieder einen Waschlappen im Mund während des Sprechens? Nee, ich habe das wieder so leise gestellt. Ach so, ja. Ja, wir müssen immer den Zeitchannel runterdrehen, Freunde, weil das ist sonst werden wir hier vollgeschrien. Was wollen wir nicht auf der Aufnahme haben? Meine Fresse, laufe ich wieder langsam. Und ja, ich habe probiert, einfach nur W zu drücken und ohne Doppel-W. Das ist in Ordnung. Ohne Doppel-W, lange Strecken. Für kurze Strecken ist Doppel-W durchaus effektiv, aber langstreckig bringt das halt nichts. War das nicht mal so, dass die Zombies einfach auf die Geschwindigkeit der Menschen angepasst wurden? Boah, nee, wüsste ich nichts. Ich meine, das wäre so gewesen, bleibt denn aber... Bleibt da stehen? Was macht er denn? Hier ist es auf jeden Fall nicht so. Und rechts von mir sind überall diese riesigen Flugzeugträger. Diese Militär... jetzt will er Krankenhaus looten hier, da sterbe ich jetzt wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Oder du nimmst einfach das Panzerfahrzeug während der Mutig. Nee, so böse bin ich nicht. Was? Oh, mein Hund ist wieder da. Ich glaube, mein Hund folgt mir echt. Wie, du, während du noch fährst? Ja, der ist jetzt neben mir wieder aufgetaucht. Lol. MP5SD, nice. Oder was heißt nice? Besser wie nichts. MP5SD ist nicht so besonders. Dann nehme ich den seine Seiger-Shotgun, die er da weggelegt hat. Boah, jetzt kann ich die nicht anvisieren. Da jetzt. Nimm sie! Mein Hund greift den Zombie an. Jetzt? Ja, Krankenhaus, Tscherno. Und da ist ein Zombie. Kannst du dem Hund irgendwas befehlen? Nö, der spawnt einfach da, wo ich bin. Aha. Ah, scheiße. Wie bitte? Ja, aber dann bitte in Kamenka, weil da wartet mein Kumpel. Ja, kannst du mir ein Blatt geben? Ja, klar. Du unterhältst hast du dich eins? Da? Komm mal hier ins Zelt rein, dann gib mir ein Blatt weg für dich. Okay. Okay, der wird mich jetzt bestimmt gleich erschießen. Ich bin schon bei Balota. Balota, okay. Ich öffne mal seinen Rucksack. Ich marschiere mal natürlich sofort. Stehen bleiben, bitte. Das ist eher viel zu. Ohne uns. Dankeschön. Bitte, bitte. Spring nicht nach Kamenka. Balota reicht, danke. Es ignoriert mich inzwischen bei Balota. Okay. Was hast du gesagt? Okay. Nix. Vielen Dank. Sei doch nicht beleidigt, Grantelbart. Alter, ich laufe direkt hier aufs Airfield zu. Es ist wahrscheinlich sowieso nicht gesund, was ich hier tue. Alter, da ist eine Rauchgranate, die gezündet wurde. Also die wurde schon gezündet und raucht da jetzt so rum. Eine was? Rauchgranate. Eine rauchende Rauchgranate? Oh mein Gott. Das heißt, da muss ein Spieler sein. Oder ein starker Raucher. Oder das, ja, To-Do zum Beispiel. Apropos, ich könnte mir gerade mal eine anzünden. Nee, mach das mal nicht. Das ist voll nicht das gute Vorbild für. Wie fährt denn der? Nee, rauchen ist auch scheiße. Na siehste. Mach das nicht, sonst seid ihr so hässlich. Ich hab jetzt kein Feuerzeug gehört. Nee, das war hier das Knacken der Achselhaare von. Die knacken. Ja, die. Alter, ich sehe eine schwarze Kuh. So ein Zufall. Das ist eine Stier. Oder was?